Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier im Benno-Haus in Münster bei wunderbarem Wetter am Vormittag. Zu Gast habe ich heute Herrn Jörg Behrens von der FDP. Das Familienforum Münster hat ihn heute eingeladen, hier auf unserem schönen roten Sofa, altbekanntem Sofa, Platz zu nehmen und sich einigen Fragen zu stellen, die wir in familienpolitischen Themen oder zu familienpolitischen Themen haben. Herr Behrens, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Ich habe bei der Recherche nach Ihrer Person eine Maxime eigentlich, muss man sagen, gelesen, dass der Antrieb, der Motivator für Ihre Arbeit ist, der Gedanke, die Freiheit des Einzelnen, seine individuellen Träume und Ziele erreichen zu können. Und vor dem Hintergrund, damit sind wir auch beim ersten Thema, Kinderarmut, von fast 20% Kinderarmut, stellt sich natürlich die Frage, bei 20% armen Kindern in der Bevölkerung in Deutschland, hat da nicht diese Freiheit ganz schnell ihre Grenzen? Natürlich ist die Frage von Finanzierung und von monetären Mitteln auch eine Frage von Freiheit, keine Frage. Und das kann uns als Politik natürlich nicht befriedigt zurücklassen, solche Zahlen und solche Befunde. Ich glaube, dass der Schlüssel zu mehr Freiheit, zu mehr Chancen, vor allem in der Bildung steckt. Und wir es einfach schaffen müssen, dass wir die Kinder, die von Kinderarmut bedroht sind oder in Kinderarmut auch tatsächlich stecken, über eine bessere Qualifikation oder teilweise auch überhaupt durch Qualifikation ihre Chance am Teilhaben an der Gesellschaft und am Leben zu ermöglichen. Wo sehen Sie da auf Bundesebene die Ansatzpunkte, gegen Kinderarmut anzugehen? Da ist ja in der Vergangenheit schon einiges gemacht worden. Ich weiß, dass die Regierung bis 2013, die Schwarz-Gelbe, hat ja dieses Bundesbildungs- und Teilhabegesetz auf den Weg gebracht. Daraus haben sich beispielsweise Schulsozialarbeiter entwickelt in den Kommunen, ganz konkret hier in Münster. Ich hätte mir gewünscht, dass das nicht nur so ein Anfüttern ist bei der Finanzierung von Seiten des Bundes. Jetzt streiten wir ja darüber, wer die Folgekosten trägt, das Land oder die Kommune. Aber die Idee war, glaube ich, sehr, sehr richtig. Und wir müssen ganz früh anfangen, schon bei der vorschulischen Bildung. Das geht über die Ausstattung und überhaupt die ausreichende Anzahl von Kita-Plätzen hier in Münster. Das ist ein Riesenthema. Tageseltern und Plätze dort ist ein großes Thema. Die müssen erstens finanziell gut ausgestattet sein. Da müssen aber auch die Erzieherinnen und Erzieher oder die Tagesmütter müssen aber auch entsprechend qualifiziert sein oder qualifiziert werden. Und auch die müssen so bezahlt werden, dass sich ihr Job im wahrsten Sinne des Wortes lohnt. Das wäre der zweite Schritt, da kommen wir gleich nochmal zu. Ich denke jetzt eher an die Armut in den Familien. Mhm. Wir haben in der Spitze alleinerziehende Väter oder Mütter mit ihren Kindern, wo der Elternteil natürlich arbeiten gehen muss, um irgendwie Finanzen reinzubekommen, Geld reinzubekommen, um ein Leben zu ermöglichen. Mhm. Und wo ist da der Ansatz? Also das andere, was Sie gerade nannten, ist richtig, geht in die Bildung, aber was passiert in der Familie? Der Befund ist insoweit schon nicht gut, als dass, wenn ich aus einer bildungsfernen Schicht oder aus Armutsgefährdung herauskomme, habe ich einfach nicht die Chancen, die ein Kind hat, was aus einer anderen sozialen Schicht kommt. Das ist nicht gut. Das sieht man bis hoch zur Hochschule, dass dort Studierende sind, die eher aus einem etwas reicheren Elternhaus kommen und eben aus den ärmeren Bereichen eben weniger Studierende sind. Das ist nicht gut. Das ist genau der Punkt, wo man ansetzen muss, wo wir versuchen müssen, diese Familienbiografien zu durchbrechen. Stichwort auch Hartz IV oder das Vererben von Hartz IV, von Arbeitslosengeld II. Das ist aber auch ehrlicherweise eine Riesenherausforderung. Und ich glaube, da wird es am Ende des Tages auch nicht die eine Lösung geben. Meine Partei schlägt beispielsweise Bildungsgutscheine vor von Anfang an. Wir müssen eben auch sehen, dass wenn dort in Familien, die sozial schwächer gestellt sind, auch eben den Kindern die Möglichkeit gegeben wird, über eine Kita, über Tagesmütter, eben da sozusagen auch noch eine Bildung von außen dann mitgeben zu können. Mhm. Weil Bildung nochmal wirklich der Schlüssel ist, um diese Armut oder die Armutsgefährdung zu überwinden. Mhm.
nochmal konkret, was könnten Maßnahmen sein? Es gibt so eine Form von oder eine Idee von Grundeinkommen. Also die Zahlen sagen ja, trotz erster Bemühungen der Bundesregierung gegen Kinderarmut vorzugehen, steigen die Zahlen. Mhm. Das heißt, wir haben in den letzten 5 Jahren eine Steigerung um einige Prozentpunkte gehabt bei der Kinderarmut. Mhm. Wenn man das vor dem Hintergrund erster Bemühungen sieht oder schon greifender Bemühungen, dann reicht es ja nicht aus, um überhaupt die steigenden Zahlen zu bremsen. Was heißt das dann für die Zukunft? Da muss ja dann noch mehr passieren und noch mehr in die Hand genommen werden, zum einen, um es zu stoppen und zum anderen, um es auch noch zurückzufahren. Also gerade im Bereich dort, wo wir über Armutsgefährdung sprechen, glaube ich, wenn wir über steuerliche Entlastung was machen können. Da sind wir beim Thema Mittelstand, da sind wir beim Thema Progression, kalte Progression. Da muss was passieren. Der Kinderfreibetrag muss erhöht werden. Das Kindergeld, da kann man über eine gewisse Erhöhung sprechen, aber was nutzt es dem Kind, wenn das Kindergeld erhöht wird, das Geld aber gar nicht bei dem Kind ankommt? Deswegen müssen wir da auch sozusagen einen eigenen Anspruch des Kindes auf das Kindergeld begründen, damit wir wirklich sicherstellen können, dass das Kindergeld auch tatsächlich bei den Kindern dann tatsächlich ankommt. Ansonsten glaube ich schon, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, dass wir beim Thema Arbeitslosengeld 2, Stichwort fordern und fördern, vom Grundsatz her schon den richtigen Weg haben, weil es sich am Ende des Tages eben auch lohnen muss, wenn eine Familie oder wenn Eltern, wenn der Mann oder die Frau arbeiten geht, die müssen am Ende des Tages mehr Geld in der Tasche haben als ein Mann oder eine Frau, die eben nicht arbeitet und von Transferleistungen lebt. Sie haben vorhin schon angesprochen, die weiteren Bildungseinrichtungen auf dem Weg des Kindes ins Erwachsenenalter. Da haben wir die Kindertagespflege, Kindertagesbetreuung. Auch hier sprechen wir ja von Bildung. Mhm. Das heißt, das ist die frühkindliche Bildung. Mhm. Im Moment hat man das Gefühl, das ist eher Betreuung. Und diese Betreuung steht dann auch noch qualitativ auf wackeligen Füßen. Ist nicht so hochwertig, wie man sich das eigentlich wünscht. Was gibt es da für Ansätze, dieses zukünftig zu ändern? Also so diesen Dreiklang aus satt, sauber, still ist uns definitiv zu wenig in dem Bereich, keine Frage. Und ich finde auch gerade hier auf kommunaler Ebene bemüht sich die Stadt sehr, vor allem erstmal ausreichend viele Plätze vorzuhalten. Da gibt es natürlich einerseits einen Rechtsanspruch, da wird übrigens auch eine Menge Geld gerade investiert. Gerade gestern hatten wir die Ratssitzung, wo wir über Interimsmaßnahmen gesprochen haben, die da auch alle so beschlossen wurden. Also da wird viel passieren, aber da geht es jetzt, auf Ihre Frage betrachtet, geht es ja auch um die Qualifikation vor allem der Erzieherinnen und Erzieher. Und in der Tat, da kann man noch viel nachbessern. Wir müssen die Erzieherinnen und Erzieher besser qualifizieren. Wir müssen den Beruf an sich attraktivieren. Das ist auch eine Frage von Gehalt und von Lohn. Und wir müssen aber auch bei der frühkindlichen Bildung das Thema Sprachförderung beispielsweise mit in den Blick nehmen. Ich halte schon was davon, dass man vor schulischem Eintritt prüft, wie sozusagen ein Sprachtest macht oder eine Sprachstandsermittlung macht, um dann da auch schon frühzeitig gegebenenfalls nachzusteuern und Kindern dann eben eine Möglichkeit gibt, da besser zu werden. Auch das Thema Rechtschreibung, das Thema Lesen. Warum muss das erst in der Schule beginnen? Da kann man auch schon früher mit beginnen. Immer an den Fähigkeiten der Kinder oder des Kindes konkret ausgerichtet. Aber das ist etwas, was wir sicherlich angehen müssen. Aber das Thema auch Ergotherapie. Warum kann man nicht auch da? Es gibt ja durchaus Kinder, die motorisch ein bisschen zurückgeblieben sind, was auf die lange Sicht betrachtet nicht das Problem ist, wenn man frühzeitig dagegen steuert und fördert. Auch so ein Thema, was man mit in die frühkindliche Bildung mit einbeziehen kann. Die Familienministerkonferenz der Länder hat ein Qualitätsentwicklungsgesetz vorgeschlagen im Bereich der Betreuung und der Tagespflege. Mhm. Inhaltlich sind das natürlich genau diese Forderungen, dass die Erzieher besser entlohnt werden, dass da Qualität reinkommt. Wie sähe das Ihrer Meinung nach konkret aus? Das Ganze muss finanziert werden. Ja. Es geht um Betreuungsschlüssel. Es geht natürlich um die Qualität der Ausbildung, die Qualität der Betreuung der Kinder. Wo muss man da ansetzen im Rahmen der Bundespolitik, um eben letzten Endes die Länder und dann die Kommunen dazu zu kriegen, dass das auch alles umgesetzt wird im Sinne der Kinder? Also ich glaube, es wird grundsätzlich nur Hand in Hand gehen mit Kommune, mit dem Land und mit dem Bund. Jetzt haben wir auf Landesebene gerade einen Regierungswechsel erlebt. Die neue schwarz-gelbe Landesregierung nimmt jetzt sozusagen gerade die Arbeit auf. Ich finde das, was der Familienminister in den ersten Interviews gesagt hat, durchaus ermutigend in dem Bereich, dass er, ich glaube, ein
dreistelligen Millionenbetrag zur Verfügung stellen will für die Kitas, für die Tagespflege. Da müssen wir mal abwarten, wie sich das weiter ausgestaltet. Aber das ist ja genau das, worüber Sie gerade gesprochen haben, dass wir eben mehr Geld ins System bringen müssen. Ich glaube, auf Bundesebene wird man sich das auch genau angucken müssen. Und wenn wir sagen, weltbeste Bildung und eine Bildung sozusagen aus einem Guss, die eben nicht erst mit Eintritt in die Schule beginnt, sondern schon früher, dann ist da auch nach meinem Dafürhalten der Bund in der Pflicht, auch Geld mit reinzugeben. Wir fordern ja beispielsweise auch, dass Bildung insgesamt noch stärker oder vor allem wieder auch eine nationale Aufgabe wird, weil wir eben sagen, nur vor Ort und nur in den Ländern, das, was wir an Defiziten haben im Bildungsbereich, spricht vor allem dann später auch den schulischen Bereich an, ist mittlerweile so gravierend, dass da der Bund auch noch stärker darauf einwirken sollte. Sie haben selbst ein Kind bei einer Tagesmutter untergebracht. Ja. Wo kommen Ihnen in diesem täglichen Miteinander mit der Tagesmutter Probleme direkt unter, die Sie bewegen, wo Sie sagen, Mensch, da muss ich eingreifen oder versuchen, irgendwas zu bewegen? Also das ist einfach was auf die Nägel brennt. Also insgesamt ist das Familienmanagement sehr viel anstrengender, schwieriger, komplizierter geworden. Meine Frau arbeitet, ich arbeite und das dann immer alles zu koordinieren, ist sicherlich nicht immer ganz einfach. Konkret auf unsere Tagesmutter. Wir sind sehr, sehr froh, happy und zufrieden mit unserer Tagesmutter, was die Betreuung angeht. Ist aber auch eben eine kleine Gruppe, 5 Kinder. Ich glaube, das ist auch für das, was meine Tochter da so braucht, genau das Richtige, weil sie, mein Eindruck ist, im Moment noch eher so ein bisschen schüchtern und zurückhaltend ist. Da wäre sie vielleicht in einer großgruppigen Kita nicht so gut aufgehoben. Aber was natürlich beispielsweise ein Problem ist, sind die Betreuungszeiten bei der Tagesmutter. Die sind eher nur so 7 Stunden am Tag und ich arbeite Vollzeit, meine Frau eine Dreiviertelstelle und das in einem Krankenhaus mit vielen, vielen Überstunden. Das ist eine Riesenherausforderung. Also gerade auch das Thema Randzeitenbetreuung, Flexibilisierung der Betreuungszeiten ist ein Riesenthema, weil das alles einzahlt auf das große, überbordende Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das ist natürlich auch wieder, gerade wenn wir sprachen ja über Kinderarmut und Armutsgefährdung von Familien. Wenn sich, das trifft ja häufig die Mütter, bei uns ist es nicht so, aber häufig trifft das ja die Mütter insbesondere, dass sie eben das Kind und die Familie, den Beruf unter einen Hut kriegen müssen. Wenn wir es durch mehr Flexibilisierung schaffen, dass sich die Frauen auch noch besser wieder in den Beruf reintegrieren können und damit dann auch ja quasi mehr Geld verdienen, weil sie auch mehr leisten können, tun wir auch schon wieder etwas, um diese Armutsgefährdung zu vermeiden oder zurückzuführen. Genau da sind wir dann auch beim Thema im offenen Ganztag, die Flexibilität, die von vielen Eltern gefordert wird. In Nordrhein-Westfalen haben wir noch sehr starre Abholzeiten, 15 bzw. 16 Uhr. Das deckt sich nicht immer mit der Familiensituation oder wenn die Eltern, wir sprachen gerade von ihrer Frau, die mal so arbeitet, und dann hat man natürlich auch gerne mal um 13 Uhr das Kind mit allem Mann am Mittagstisch sitzen, was dann nicht geht, weil der OGS dieses halt nicht gestattet. Ja. Das ist erstmal Landessache, aber was muss da auf Bundesebene passieren, dass sich das ändert, dass dann wirklich vor Ort dieses umgesetzt werden kann, diese Flexibilität gebracht werden kann? Sie sagten es gerade, es ist natürlich in erster Linie Landessache. Und das ist auch genau das, was ich sitze ja im Rat der Stadt Münster und mache da auch den Schulbereich. Und das ist genau das, was uns von Eltern zurückgespielt wird, dass es da viel zu wenig Flexibilisierung geht im offenen Ganztag. Dann hat halt mal die Familie nachmittags frei und möchte statt um 3 Uhr, um 1 Uhr ihr Kind abholen, dann heißt es, nein, geht nicht. Kann ja nicht sein. Also ich glaube, da ist die Landesregierung auch aufgefordert, für mehr Flexibilisierung zu sorgen, aber auch eben vor Ort bei allen pädagogischen Konzepten, die wichtig und gut sind, aber da im Zweifel auch mal ein Auge zuzudrücken, weil am Ende des Tages ist das Wichtigste, was wir haben, Familie. Und wenn man in einer Familiensituation ist, die absolut befriedigend ist, dann spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, mal ein Kind etwas früher aus dem offenen Ganztag rauszuholen und am nächsten Tag dann halt nicht. Also da muss die Landespolitik flexiblere Möglichkeiten schaffen, aber auch vor Ort muss es flexiblere Lösungen geben. Ich glaube, das ist etwas, was man aus Berlin heraus kaum wird steuern können. Sie wären das erste Mal im Bundestag, wenn Sie jetzt gewählt werden, als Kandidat. Sie durften schon mal reinschnuppern bei Daniel Bahr, der Bundestagsmitglied war und Bundesgesundheitsminister. Ja.
Insofern kennen Sie ein wenig die Luft in Berlin. Die ist sehr dünn. Gut. Jetzt hat man natürlich ein breites Feld, wo man sich dort betätigen muss. Man muss natürlich in allen Bereichen, ob das innere, äußere Sicherheit ist, ob das Verkehr ist und eben Erziehung, Gesundheit. Haben Sie schon so ein Steckenpferd, wo Sie sagen, das ist der Bereich, wo ich am liebsten reingehe? Also ich habe grundsätzlich sehr, sehr viel Respekt vor der Aufgabe und finde es auch mutig, wer dann am Ende auch immer gewählt wird, dass man sich da reinwählen lässt, weil ich erlebe Politik in den letzten 6, 12 Monaten ja immer unsteter, weil immer wieder durch äußere Effekte was kommt, wo man sich darauf vorbereiten muss und Politik kann aktuell gar nicht so verlässlich sein, wie sich die Menschen wünschen, weil von vielen äußeren Einflüssen das immer wieder bedingt und da Entscheidungen getroffen werden muss. Da habe ich grundsätzlich hohen Respekt vor jedem, der dort sitzt und vor der Aufgabe, so die Wählerinnen und Wähler mich denn aus Münster beauftragen, mit der Erststimme nach Berlin zu gehen, was mich natürlich sehr freuen würde. Ich persönlich habe mich immer in den letzten Jahren eingesetzt für das Thema Bürgerrechte, Stichwort Vorratsdatenspeicherung, anlasslose Vorratsdatenspeicherung, alles das, was jetzt so im Netz mit diesem Netzdurchsuchungsgesetz, das geht alles in die falsche Richtung nach meinem Dafür. Das ist ein klassisches Freiheitsthema und die Freien Demokraten, merkt man, haben da 4 Jahre einfach gefehlt als einzige Partei, die wirklich Anwalt der Menschen ist für Bürgerrechte, weil die Bürgerrechte sind Abwehrrechte der Bürger gegen den Staat. Da ist viel falsch gelaufen in den letzten 4 Jahren. Was mich auch umtreibt, ist das Thema Europa. Gerade jetzt auch in diesen Krisenzeiten, zumal ich einen Arbeitsplatz habe, der immer wieder, ich bin sozusagen Grenzgänger und ich immer wieder die Grenzen tausche. Und es ist einfach faszinierend und toll, wie einfach man von Deutschland in die Niederlande fahren kann oder eben auch in viele andere europäische Länder. Stichwort gemeinsame Währung. Also es lohnt sich so sehr, für dieses europäische Projekt und für die Europäische Union zu kämpfen und zu arbeiten. Und gerade auch vor dem Hintergrund von Kriegen, von Auseinandersetzungen, von Terrorismus um Europa herum und Terrorismus ja teilweise in Europa, Friede und Freiheit. Wenn das alles ist, was die Europäische Union uns gebracht hat, dann lohnt es sich doch so sehr, dafür zu kämpfen und zu arbeiten. Und deswegen ist mir das auch persönlich ein sehr, sehr großes Anliegen. Der Einstieg war mit dem Begriff der Freiheit. Den Ausstieg möchte ich jetzt auch wieder da nutzen. Sie haben es gerade selbst genannt, wieder die Freiheit. Ich wünsche Ihnen die Freiheit, dass Sie Ihre Ziele und Träume verwirklichen können. Sie scheinen auf dem Wege zu sein. Und ich hoffe, dass Sie dann mit Ihrer Freiheit, die Sie dann auch weiter haben, vielleicht Freiheit für die Bürger, für einige Bürger schaffen können, ebenfalls Träume und Ziele zu erreichen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn die Zuschauer auch in unsere anderen Interviews reinschauen. Sie werden sie hier bei YouTube finden. Entsprechende Links gibt es und wir freuen uns auf weitere Kandidaten. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, Herr Behrendt. Gerne.